kennt ihr, mein Bruder Kevin, der hat auch mal einen Film drüber gemacht. Ramses allein zu Haus. Jetzt also, und ich habe gedacht, wenn ich schon den ganzen Tag hier rumeier, mache ich mal was Sinnvolles oder nur Quatsch und gehe mal einkaufen. So, kleines spontanes Video bzw. neue Folge von Ramses Kitchen. Denn ich saß den ganzen Tag heute alleine zu Hause. Ramses allein zu Hause. Und der Ispo kam jetzt, hab gesagt, gibt's hier irgendwo nicht so einen Dönerladen oder irgendwas? Er hat gemeint, geh mal zum Flamingo Kebab House. Da gibt's Döner. Und jetzt gucken wir mal, was es da gibt. Wir filmen mal kurz rüber, wenn der Mann dann nicht rauskommt gerade. Und dann werden wir uns natürlich von drin nochmal melden und gucken, was es hier alles gibt. Ja, jetzt habe ich zweimal das gleiche gesagt. Sieht dann ungefähr so aus. Flamingo Kebab House. Kann man sich auch draußen hinsetzen, wie man sieht. Alles kein Problem. Schülerdöner, alles dabei. So, aber wir gehen jetzt erstmal fix rein. Und melden uns natürlich dann von drin. Uns ist schon wieder scheißdunkel. Und heute den ganzen Tag geregnet, den ganzen Tag nichts gegessen. Da muss man warten bis kurz vor 12, dass man endlich was zu futtern kriegt. So, wir sind jetzt also drin angekommen. Sehr schöne Karte. Das Flamingo Kebab House. Und ich habe jetzt so einen Hunger. Der Iswar hat sich erstmal einen Döner bestellt. Und den wollte ich auch testen. Den nehme ich aber nur zum Mitnehmen, denn ich habe gesehen, hier gibt es Big Burger. Neben normal Hamburger, Cheeseburger auch Big Burger. Und wie groß der ist, wollen wir jetzt mal gucken. Auf jeden Fall kostet der 5 Euro. Deswegen jetzt zum Hieressen ein Big Burger. Und zum mitnehmenden Döner. Und wir können ja mal kurz über die Karte schauen, was hier so ist. Da seht ihr Flamingo Kebab House. Menükarte. Ja, die sieht sehr griffig aus auf jeden Fall. Die wird durchgeschlotzt. Verschiedene Dönerspeisen natürlich im Fladenbrot. Jufka gibt's auch mit Dönerfleisch. Und das blendet die ganze Zeit. Wir halten das mal hoch. Veggie-Döner, Jufka-Veggie-Dönerteller mit Hackfleisch-Drehspieß oder mit Scheibenfleisch. So, dann haben wir auch Lamakchun extra, wir haben Grillgerichte extra aufgerüstet. Hier gibt es auch Pide, Seele gibt's. Wer keine Seele hat, kommt hierher, ihr könnt euch eine Seele kaufen. Pizza haben wir natürlich verschiedene, auch Sucuk ist immer richtig genial. Falafel gibt's auch und hinten drauf haben wir noch... Genau, jetzt kommen wir zu den Burgern. Hier steht auf jeden Fall auch der Big Burger dabei für 5 Euro. Den gönnen wir uns jetzt. Und ja, da ist nochmal der Flamingo. Sehr schön. Der ist wohl, sieht auch schon ganz begeistert aus. Er ist nämlich schon den ganzen Tag heute unterwegs gewesen. In Konstanz. In Honolulu, genau. Jetzt warten wir mal aufs Essen, hauen mal rein, da freut er sich und melden uns später nochmal. So, der Iswo ist natürlich ganz fröhlich, denn der hat seinen Döner schon bekommen. Den wollen wir mal kurz zeigen, da kann er gleich reinbeißen und sich schmecken lassen. Bitteschön. Das sieht aber gut aus. Also genug gefilmt jetzt. Ja, einmal. Und schmeckt. Wunderbar. Und das Schöne ist, ihr habt ihr natürlich auch ein bisschen Fischdeko und ihr habt sogar eigene Gewürze da stehen, was ich ganz besonders toll finde. Gerade das, das ist ja nicht in allen Restaurants, in manchen und sonst was, da könnt ihr nämlich noch schön selbst den Döner schärfen. Das ist sehr vorbildlich, sage ich mal dazu. Jetzt kriege ich es nicht mehr rein, dann muss ich die Kamera erstmal ausmachen. Wenn ihr es nämlich nicht scharf genug haben könnt, dann packt einfach selber drauf. Da fliegt das Fleisch schon raus. Sieht aber trotzdem gut aus, ist auch eine gute Portion. Aber ich habe ja auch einen für später zum Mitnehmen. So, der Big Burger ist jetzt auch angekommen. Wie man hier sieht, im Dönerpapier. Habe erst gedacht, der Döner kommt zuerst, aber der ist ja zum Mitnehmen. Wir gucken uns den jetzt nochmal an, genau. Und da hinten schlotzt es rum. Im Dönerpapier, ihr habt ja ein relativ großes Brötchen auch. Zwei Scheiben Fleisch dabei, Tomaten dazwischen. Hier natürlich Remoulade oder Mayonnaise mit Ketchup. Unten Salat, Zwiebeln. Was halt so drauf kommt auf einen Hamburger. Ist im Prinzip jetzt wie ein Doppel-Hamburger. Einfach wegen zwei Scheiben Fleisch, aber 5 Euro. Ich glaube, so viel kostet der bei uns auch.
Jetzt machen wir erstmal den Geschmackstest, die Bissprobe. Ich habe bestimmt schon wieder einen ganzen Mund voll. Und? Schmecken ähnlich wie beim Döner-Lutz. Nur halt fleischiger. Aber ist ja klar, es sind ja auch zwei Dinger drauf. Passt aber. Den esse ich jetzt ganz auf. Wunderbar. Und er danach auch noch was zu sagen. Und Dankeschön für die Kamera. So, und da sind wir auch endlich angekommen zu Hause. Und hier ist jetzt der Döner, den ich mir also noch mitgenommen habe. Habe auch extra gesagt, extra scharf. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da geht es mir die nächsten 3 Tage wieder richtig bescheiden. Ja. Yeah. So, was muss man noch sagen? Wie viel habe ich jetzt bezahlt? 9 Euro hätte es eigentlich gekostet. Der Döner 4 Euro. Der Big Burger 5 Euro. Wären also 9. Ich habe einfach 10 hingegeben. Hat so gepasst. Und den Döner hätte er fast noch vergessen, als ich da gestanden habe. Und er so wollte 5. Und ich, ja, der Döner noch. Und dann, musste den Döner noch schnell machen. Aber trotzdem war ganz cool. Der wusste zwar, glaube ich, überhaupt nicht, was ich da mache und was ich will. Dann hat er immer so auf mein T-Shirt geguckt. Döner-Kebab. Und hat gedacht, ja, ich bin von der Döner-Mafia. Und deswegen sind also jetzt heimgelaufen. Und ich habe zum Ismo schon gesagt, als ich meinen Burger gegessen habe, für 5 Euro, okay, war gut, kann man machen. Aber ich hätte mir noch ein bisschen größer gewünscht. Aber dann hätte ich auch wahrscheinlich mehr bezahlen müssen. Und er hat mich mal von seinem Dönerfleisch schon vorher probieren lassen. Da habe ich gleich gemerkt, dass das Dönerfleisch trotzdem irgendwo ein bisschen intensiver war, auch vom Geschmack. Vielleicht lag es auch an der ganzen Soße. Die ist ihm ja schon komplett über die Hand gelaufen. Aber ich werde mich jetzt auf meinen Döner freuen. Der Burger war trotzdem in Ordnung. Ihr wisst, Burger gehen ja immer. Und Burger werden auch immer gegessen und getestet. Und ganz besonders cool fand ich, dass wir so einen riesen Stapel Servietten bekommen haben einfach. Da hast du für jeden Finger eine extra Serviette gehabt. Und der ganze Teller am Ende, da war so ein Berg drauf. Also da muss die Titanic aufpassen, dass sie nicht nochmal dran untergeht. So krass sah das dann aus. Habe ich, glaube ich, auch abgefilmt. Hat auch, nachdem wir den Laden verlassen haben, dann direkt zugemacht. Ne? Und ja, jetzt noch Döner essen, Burger war in Ordnung, hätte größer sein können und was will man noch sagen, da raschelt's im Karton. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.